Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Idee einer Let's Play-Reihe. Und zwar Random Let's Play. Die Spielregeln mal kurz erklärt. Auf dem Smartphone, das hier, wird in einer dafür vorgesehenen App namens Random It gleich mal auf Startpunkt 0 eingestellt und per Roulette eines aus allen der 3DS-Spielen, die ich besitze, ausgewählt. Ja, das werde ich dann, von dem Spiel werde ich dann einen Part spielen. Okay, los geht's. Spin the wheel. Mal sehen, was es wird. Haha. Wer glaubt's? Random. Random. Random Spiel. Pokémon Y. Gut. Wir spielen Random Pokémon Y. Zufall? Wir spielen Random Pokémon Y. Okay, die Random It will es so. Also. Spielen wir Pokémon Y. Bon, 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 bon. Gut, es ist Samstagabend, das glaubt mir kein Schwein, denn wir spielen ein total random Let's Play aus der Random Reihe, aus der neuen begonnenen Random Reihe. Ja, das Rad hat entschieden, dass wir Let's Play Pokémon Y spielen. Ja, deshalb, ja. Ganz überraschend willkommen zu einem neuen Part Pokémon Y. Was soll man machen? Das Schicksal wollte es so. Und deshalb spielen wir jetzt am Abend einen Part Pokémon Y und starten einfach mal in die Arena. Die Pokémon sind trainiert und, naja, was heißt trainiert? Aber, ja, wir versuchen es einfach nochmal. Vollkommen random Pokémon Y. Jo. Es ist bekannt. So, ich bin noch ein bisschen, ja, sprachlos von dem Random. Mein Smartphone wollte, dass ich Pokémon Y spiele. Eine Randomisierung. Randomized. Man glaubt es kaum. Ich glaube es selber nicht. Aber ich spiele gerade Pokémon Y. Let's play. Na gut. Auf in den Kampf. Hm.
Und er spricht mir dasselbe gewohnte Zeugs, als hätten wir uns nie getroffen. Und ich begebe mich wieder in den Kampf, der mir schon langsam irgendwie zu den Ohren rauskommt. Aber wie heißt es so schon? Wir geben niemals auf. Pokémon. Schnapp sie dir. Es ist Pokémon, die fängst selbst an dich. Es ist zu spät. Ich hab den Bodycheck, heißt das, glaube ich. Zirrmüren. Oh, wird wohl nichts mehr. Jason wurde besiegt. Nach einem sehr guten Treffer. Let's Play Markus kommt ins Spiel. Aus jetzt Level 21. Und setzt zu strahlen. Ja. Immer noch nicht wirklich effektiv. Aber ja, wir versuchen es. Bodycheck! Okay, das könnte was werden. Es ist verwirrt. Los! Oh, hat sich selbst geschadet. Oh, Psystrahl macht es alle. Kawum. Das sieht wirklich gut aus. Balgoras. Nein. Weiterkämpfen. Hier wird weitergekämpft. Hier wird nicht zurückgezogen. Psystrahl. Facecard. Nein, es ist Facecard an. Und Let's Play Markus ist kaputt. Tot. Zumindest K.O. Natur wird nicht unbedingt, aber. Und wir hoffen, das Balgoras endlich mal zu besiegen, indem wir mal bis überstehen erstmal. Und dann. Was? Kann ich zurückgreifen? Ne, sag mir nicht. Oh, dann setzen wir mal den Hypertrank ein. Ich merke schon, das wird ein sehr strapazierender Kampf. Aquaknarre. Oh. Halt durch. Wir setzen noch einmal den Supertrank ein. Christoph. In der Hoffnung, dass das mal was wird. Ein Biss scheint hier sehr doll zu schaden. Vielleicht. Nein, das ist Felsgrabbein auch. Mau. Wird das hier noch was? Ihr schafft das schon, Jungs. Wirbelwind. Nein. Felsgrab. Nö. Ja, wenn das jetzt nicht klappt, also wenn ich jetzt gleich sterben gehe, dann werde ich das mal kurz, werde ich den Kampf jetzt offline schaffen und dann mal das Let's Play einfach mit dem besiegten Trainer und weiterspielen. Ja, das einfach mal diesen Kampf überspringen. Weil das wird langsam irgendwie ein bisschen viel. Ja, und das ist dies, tritt gleich ein. Weil nämlich das passiert. Oh. Absurd. Ja, aber das hilft nicht wirklich, weil Balgoras gleich mal. Ne, lohnt sich nicht mehr, einen Trank einzusetzen. Ne. Ich habe es jetzt nochmal Schlafbohr einzusetzen. No. Das hätte ich vorher tun sollen. Oder? Ja, kein kampffähiges Pokémon mehr. Ich gebe Preisgeld.
Und fallen Ohnmacht. Gut, wir unterbrechen das Let's Play hier an dieser Stelle und ja, bis zum Ende des Kampfes. Jetzt mal irgendwann kann darf ich mal ins hinzukommen. Hallo, ich will mal. Ja. Mach mich fertig, da Feuerwirbel, ja. Genau das wollte ich mal machen und es hat nicht wirklich was benutzt. Oh. Wurde in einen Stuhl gefangen. Nitro-Ladung. Ja, das ist jetzt auch. Irgendwie bin ich jetzt hier nervt. Scheinbar doch nicht so schwach, die ganzen. Ja, es ist einfach mal um 10 abends. Ich sollte das hier irgendwie mal zu Ende bringen. Ich bin, glaube ich, abends nicht mehr für Let's Plays zu gebrauchen. Gepflegt verloren, ich hab gewonnen. Hauptsache, mein Anzug kriegt keine Falten. Man muss ja Prioritäten setzen. Let's Play, wenn gewinnt 920 Pokédollar. Ja, und jetzt? Hoppla, eine Niederlage. Das ist so eine Überraschung. Eine Niederlage jagt die nächste. Man könnte glatt meinen, du seist ein gewöhnlicher Pokémon-Trainer. Oh. Unterbrochen. Tja, tja. Roger wird erledigt. Der Hololux ist schon ein tolles Maschinchen. Mit diesen Dingen kann man sich ganz gepflegt die neuesten Anweisungen von oben besorgen. Der Erfinder des Hololux war sicher selbst ein sehr gepflegtes Individuum. Aber egal, ich mache jetzt erstmal ganz gepflegt die Flatter. Ja, die mache ich auch gleich. Erstmal hier irgendwie durchschwimmen. Und der nächste von Team Plasma. Als wäre das Ganze noch nicht schlimm genug, kommt auch ein zweiter dazu. Das war schon immer so schlimm. Diese oftmals Kämpfe, diese, wo dann irgendwie einer nach dem anderen kommt. Sind zwar schwache Trainer, aber ein schwacher Trainer, noch ein schwacher Team Plasma Trainer, noch ein schwacher Team Plasma, noch ein schwacher Team Plasma. Es ist irgendwann, man denkst du dir, ich will hier raus. Die Bunke, den kennen wir auch schon aus den alten Editionen. Ich wollte nur mal sagen, danke an den Randomisierer, dass er mir dieses doch nicht allzu leichte Let's Play für den Abend zugetraut hat. Ja, danke dem Zufall. Ob man das wohl Zufall nennen kann. So, da hätte ich lieber schon ein leichter, verdaulicheres Spiel am Abend gespielt. Also, für ein Abend-Let's Play, ja, kann man machen. Aber ich nehme, was der Zufall mir gibt. Das ist ja der Sinn der Challenge. Grrr, ich hab die Wachsen dicke, so kann ich nicht arbeiten. Ja, was ich wohl sagen. Was hier, wenn ich mit solchen Dämmen, wie ihr es seid, irgendwie hier kämpfen muss, das ist auch irgendwie unertragbar.
Auch einer meiner Lieblings-Pokémon in Anführungszeichen. Symbolara. No, was ist das eigentlich für ein Pokémon? Man weiß das nicht. Manche Pokémon sind irgendwie. Oh, die nächste Stadt. Chromlexia. Und wir gehen ins Pokémon Center. Und lassen die Pokémon heilen. Gut. Und dann würde ich sagen, machen wir auch Schluss für diesen Part. Ja. Wir sind in Chromlexia angekommen, haben den Orden, den zweiten Orden geschafft und ja. Oh, Geschichtsmodus. Ja, nach diesem Geschichtsmodus sage ich dann, machen wir mal Schluss. Irgendwie nicht. Ja. Also ja, bis zum nächsten Mal. Ja, hat mich gefreut. Hat mich doch ziemlich gefreut. Dieses Abendüberraschungs random Let's Play zu machen. So, ist eine gute Idee, denke ich, dass man das mal fortsetzt, dass man da mal da, dass da ganz Gutes bei rauskommen kann, dass da auch Spiele entdeckt werden können, die ich vielleicht niemals als Let's Play machen würde, was dann schon eine Herausforderung sein kann. Aber für heute sage ich erstmal, jo, bis zum nächsten Mal. Schreibt in die Kommentare, wie ihr diese Let's Play-Reihe, meinen Plan, jetzt von dem Random Let's Play findet. Und ja, Daumen hoch, abonniert meinen Channel und ja, gute Nacht. Ja, tschüss.